Willkommen zurück hier bei InGames, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Kingdom Hearts Final Mix, ja, und sind hier im Olympus, wo wir nicht wirklich viel weitergekommen sind. Deswegen gehen wir zurück auf den Heroenplatz und werden dann sehr wahrscheinlich... rather a stubborn old goat, wouldn't you say? Who are you? Oh, hey, hold on there, Fuzzboy. Wait, let me guess. You want to enter the games, right? Well, then, hey, get a load of this. A pass? It's all yours. Good luck, kid. I'm pulling for you, little shorty. Teilnahmekarte erhalten. Cool, damit können wir direkt wieder zu unserem Freund gehen, Phil. Ich weiß gar nicht, ob er uns vorgestellt hat, aber egal. Ich weiß, dass das Phil ist. Zumindest im Deutschen heißt er so. Könnte natürlich sein, dass sie im Englischen andere Namen haben. Hier. Hey, woher hast du die? Können wir jetzt an den Spielen teilnehmen? Nun, ich schätze ja. Doch zuerst die Vorkämpfe. Bereit für die Vorkämpfe? Ja, kann losgehen. Wir nehmen an den Vorkämpfen teil. Ein paar verrückte Typen nehmen an den Spielen teil. Seht euch also vor. So, also haben wir jetzt doch die Möglichkeit, das wusste ich nicht, irgendwie müssen wir doch da hinkommen, die Möglichkeit an dem Turnier teilzunehmen. Arena des Olymps, Vorkämpfe. Runde 1, die Anschwärzer. Ey. Oh, die blauen Dinger kennen wir so noch nicht, sondern er ist jetzt hier, das sind nicht die gleichen wie die roten. Ey, bist du ruhig? So. So, oh, zu viel Magie gebraucht. Und vor allen Dingen... Ja, wir haben den Kampf geschafft. Sehr schön. Ihr seid noch keine Helden, aber ihr schlagt euch wacker. Gut, dass ihr mich als Trainer ausgesucht habt. So, ich fürchte, der da wird schwer zu besiegen sein. Wer weiß, vielleicht müsst ihr gegen ihn antreten. Ja, aber definitiv noch nicht jetzt. Jetzt Runde 2, die Finsteren. Ah, sehr schön. So, euch hab ich doch auch lieb. Und vor allen Dingen, der Olymp ist hier eine mega gute Angelegenheit, was Level angeht. Bist du ruhig? So, Goofy hat Maximum HP bekommen und noch ein bisschen was anderes. Das Einzige, worauf man achten muss, man geht immer wieder mit den gleichen... HP, MP und so in den Kampf. Also die frischen sich leider nicht auf. Die Eisbomben, okay. Na, Eis habe ich leider so eine Massenattacke. Feuer leider nicht. Und ich habe auch keine Magie mehr, das ist viel schlimmer. Goofy, geh doch mal aus dem Weg. So, erledigt. Sehr schön. Du bist besser, als ich dachte, Kleiner. Ich wünschte, er könnte da das sehen. Wer? Herkules. Er ist ein Held, falls es je einen gegeben hat. Was? Herkules ist ein Held, falls es je einen gegeben hat. Zu schade, dass er gerade seinen Vater besucht. Komische Übersetzung. Runde 4, die Dunkel noch irgendwas. Aber auch kein Problem für uns. Die Vorrunden dürften wir noch hinkriegen. Das sind nämlich nur normale Gegner. Hallo? Du bist auch noch einer von den Fiesen. So. Ah, ich kann schon wieder keine Magie benutzen, weil die aufgebraucht ist. Ey, oh, ich wollte das einsammeln. Schön gemacht, Donald. So, wer ist jetzt dran? Runde 5, die Blizzarde. Oh, jetzt. Irgendwie, oh. Ja, ich sehe schon, die wollen alle uns mit Eis bekämpfen. Und ich habe leider kein Feuer mehr. Hätte ich mir die Magie mal dafür aufgehoben. Oh, was haben wir jetzt? Angriffskraft ist erhöht. So, jetzt reicht's mir. Oh.
Moment, bevor ich jetzt hier K.O. gehe, einmal... Ich kann keine Items nehmen. Das ist doch scheiße. Nein, du sollst die... Du sollst das auf die anwenden. So. Verdammt, wir können keine Items anwenden. Daran habe ich nicht gedacht. Was, Daisy? Nix, Daisy. Wir müssen hier kämpfen. Und das möglichst unbeschadet. That little punk is your next opponent, okay? Don't blow it. Just take him out. The great god of the underworld is afraid of a kid? Sorry, but my contract says... I know! You think I don't know? I wrote the contract! I know it says you're only required to kill Hercules in this tournament. But you gotta fight that kid to get to him. Come on. Hey, it's like that old goat says. Rule number 11. It's all just a game. So let loose and have fun with it. I mean, a casualty or two along the way. It's no big deal, right? Jeez. Stiffer than the stiff's back home. Still, suckers like him are hard to come by. Oh, gibt's jetzt in Runde 6 die Preller? Oh, das ist sehr schön. Im negativen Sinne gemeint. So, ich muss mich auch stark aufpassen. Na. Mal eben kurz weggehen, bevor die mich hier angreifen. Zu stark angreifen. Bist du wohl ruhig? So, der da hinten. Ah, die feuern Feuer auf mich ab. Nein! Ich mag nicht, dass die Feuerdinger einem folgen. Wir haben es leider nicht gepackt. Wir sind zu schwach. Schade aber auch. Und ganz ehrlich, Kleiner, du bist noch nicht so weit. Du musst noch mehr üben. Ein Held muss trainieren, um zu gewinnen, klar? Ja, dürfte mir auch bewusst sein. Und ich denke, deswegen werden wir den Heroenplatz erstmal hier verlassen, denn das ist dann doch eine Stufe zu hart für uns. Darum werden wir uns wieder aufmachen, diese Welt hier zu verlassen. Und werden hier zur nächsten Ebene gehen, nämlich zu dieser, auch wenn das eine Stufe 3 ist. Normal? Normal? Keine Ahnung, was normal heißt. Achso, jetzt weiß ich, was normal heißt. Gut, dann werden wir hier erstmal hinreisen und gucken, wie wir den Weg dahin überstehen und wohin wir uns überhaupt der Weg führen wird. Ja, die Blöcke kann man nicht kaputt machen, das weiß ich. Oder doch? Ich wollte das eigentlich austesten, aber je mehr ich da dran... Das Problem ist, ich kann nicht nach unten schießen, ohne dann auf die Dinger zu stoßen. Ah, da oben ging's, aber egal. Jetzt müssen wir uns erstmal hier drum kümmern. Ruhe bitte. Ich muss mich hier konzentrieren. Oh, da oben haben wir eine ganz schöne Sache. Einmal alles kaputt machen schon mal. Ah, dann fliegen wir einfach hier oben lang. Hä? Wieso geht das Ding nicht kaputt? Das ist unfair. Muss ich aufpassen, dass ich nicht kaputt gehe, weil sonst... Na, ich wollte nach unten. Gemeinheit. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Energie getankt. Das heißt, die Schutzschilde sind aufgebaut. Kann ich den jetzt kaputt machen oder nicht? Ich glaube, ich schieße umsonst drauf. Hier, mach erstmal die kaputt. Oh, die schießen nicht auf uns. Ah, da sind noch so welche. Geht's du wohl weg? Sehr schön. Hier alles einsammeln. Oh. Bitte einmal aus dem Weg. Au, ah. Hier sind wir diese Steine. Ah, hier Gegner. Einmal hier geblieben. Oh. Die schießen Raketen vor allen Dingen. Das ist auch noch so unfair.
Scheint, als könnte ich die doch nicht kaputt machen, die Dinger hier. So, hier einmal die Meteoriten kaputt machen. Dann hier einmal hochfliegen. Sehr schön, alles mitgenommen. Sind wir durch? Kommt noch was? Ja, da kommt... Oh, und wieder noch was kommt. Oh, geht mal weg. Da hinten ist irgendwas Großes. Komm schon, kann ich die nicht klein kriegen? Doch. Dahinter verbirgt sich schon mal ein Stern. Sehr schön. Moment. Erstmal hier die Schiffe kaputt machen. Schiffe, geh kaputt, geh kaputt. So, was sind das denn für Teile? Das da unten. Nein. Ah, doch, Muck. Ich habe Muck aufgenommen, was auch immer ein Muck ist. So. Mal gucken, was hier noch so Schönes ist. Habe ich jetzt Gegner zerstört oder? So, aufnehmen alles. Ich glaube, das könnte ein neuer Highscore werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. Oh, oh. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. So, alles erledigt. Alles schön einsammeln hier. Ganz ruhig. Da habe ich euch. Ja, das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus. Ich kann auf das hier schießen. Scheint so. Aber egal, wir sind hier weitergekommen. Und scheinen auch in der neuen Welt zu sein. 191. Glaubst du, hier werden wir unseren König finden, Donald? Nein, glaube ich nicht. Was sollte er denn hier wollen? Das Land können wir uns sparen. Wäre bloß Zeitverschwendung. Moment mal, vielleicht sind aber Kairi und Rico hier. Ich will hier runter, Donald. Ich möchte nach ihnen suchen. Unsere Mission geht vor. Wir werden ein neues Ziel anfliegen. Ich will aber, dass wir hier landen. Kommt nicht in Frage. Landen. Weiterfliegen. Landen, habe ich gesagt. Ah, lass das. Nimm deine Finger da weg. Na, super. Wird ein schöner Absturz. Einen schönen Absturz geben. Okay, jetzt haben wir zumindest mal einen richtig harten Gegner vor uns. Aber die Musik gefällt mir mal wieder sehr schön. Der Soundtrack hier ist gut. Ah, was wird das hier von dir, Kätzchen? So, erledigt. Und jetzt hier noch weiter draufhauen. Aua. 15 Erfahrungspunkte gibt dieses Kätzchen. Sehr schön. Cool, wir wurden gerettet. Sabor. Danger. Thank you. Thank you. What is this place? This place, this place. Okay. Where did the others go? Look, I got separated from my friends. Have you seen them? Hmm?
friends. Right, my friends. There's two of them. The loud one is Don. Know what? Never mind. I'm looking for my friends, Riku and Kairi. Look for Riku. Friends. Right. Kairi. Friends. Right. Oh, friends. Here. Really? Huh? Friends. Here. Not sure I understand, but show me. Take me to Riku and Kairi. Tarzan. Tarzan. Go. And I'm Sora. Tarzan go, Sora go go. Verschollen im Dschungel oder auch Deep Jungle genannt, das was eher als tiefer Dschungel bezeichnet werden kann. Sora's okay. Who needs them? We can find the kid without them, huh? Oh. So, das als kleine Zwischensequenz und oh, der haut schon wieder ab. Sehr nett. Also, wir können sozusagen, die Gruppe besteht aus Tarzan und Sora, wir können das nur bestätigen, denn Donald und Goofy sind weg. Und damit wird auch schon klar, dass man halt nicht nur mit Donald und Goofy zusammenarbeiten kann, was ich schon wieder schön finde. So, einmal hochheben. Ich will nicht wissen, ob ich das Ding irgendwie hier rüber schwenken kann oder so. Komm, werf mal. Moment. So. Nö. Das Fass ist nach unten gelandet. Das bringt mir gar nichts. Ist hier noch irgendetwas? Nein, nein, nein. Komm ich hier hoch? Ich will da hoch. Lass mich hoch. Gemeinheit. Komm ich hier irgendwie aus dem Fenster? Moment, hier war doch das Fenster. Was ist hier? Hier ist jede Menge, aber nichts, was mir helfen könnte. Ah, ich komme. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt, ich könnte hier sozusagen wieder hochkommen. Wo geht's hier lang? Moment, so weit war ich da noch gar nicht. Jetzt habe ich die Sequenz ja wahrscheinlich verpasst. Baumhaus zurück. Es gab nicht so eine schöne Sequenz, wenn ich hier runterspringe. Meines zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Das war nämlich hier drüben. Hat Tarzan uns ja vorgemacht. Einmal hier reinspringen. Nein. Keine Sequenz. Schade. Ich dachte, da wird sowas ähnliches geben. So, hier ist auf jeden Fall nochmal eine Truhe. So, Mega-Erhälter erhalten. Okay. Hier gehen es dann, glaube ich, nochmal zum Baum. Baumwümpfel? Nicht zum Baumhaus? Oder ist das das? Nein, wir sind hier nochmal ganz woanders. Mammutbaum? Tod? Ich bin ein wenig verwirrt. Hier geht's zum Mammutbaum? Wo ist ein Mammutbaum war doch da, wo wir... Was ist das? Eine verwelkte Blüte. Nein. Irgendein Zauber hat es jetzt auf jeden Fall gewirkt. Da unten, was ist da unten? Ah, da ist noch so eine Blüte. Ob sie etwas versteckt?
So, Eis scheint die zu öffnen. Aber hier ist nichts drin. Und vor allem, mir geht dann irgendwann... Ach komm. So, mach auf und ich hoffe, du hast Magie drin. Nein. Ach, hier sind zu viele Pflanzen, die kann ich gar nicht alle öffnen. Und hier ist ein Triotech, aber den kann ich nicht ausführen, weil mir fehlen die anderen beiden. Toll. Habe ich kein Item ausgerüstet? Könnte es daran liegen? Toll, rausholen, eine Potion. Dann eine HE-Potion und dann einmal... ne, das lassen wir erstmal. Ich weiß nämlich nicht, was es bringt, wenn ich hier alle Pflanzen öffne. Bin ich mir jetzt noch unsicher. Vor allen Dingen hier ist noch eine. Obwohl, das dürfte nur noch die eine sein, wenn ich mich hier jetzt nicht verguckt habe. Da oben komme ich jetzt so nicht mehr hin. Und hier ist noch eine. Hier geht's weiter. Hier ist noch eine. Und dann hört es auch schon auf. Okay, wir werden doch mal ein Item nehmen, nämlich... einen Moment. Wir nehmen mal Mega-Erhälter. Ich hätte gerne den einfachen Erhälter, aber den habe ich nicht. Benutzen. Okay, die Magiepunkte wurden geheilt. Sehr schön. So, öffne dich auch mal. Du hinterlässt aber auch nichts, aber da oben ist noch was. Das wirkt nicht. So, aber. Jetzt habe ich aber alles geöffnet, oder irre ich mich? Geht's da oben noch irgendwie weiter? Sind hier noch mehr Blumen? Das ist jetzt irgendwie verwirrend. Hier geht's auf jeden Fall. Wo ist der Dschungeleingang? Ah, da unten ist ein Dschungeleingang. Okay. Aber ich dachte, hier wäre noch so eine Pflanze. Das bringt nichts, wenn ich die öffne, oder wie? Na toll. Dschungeleingang, gehen wir mal hier hin. Mit Rankenspringen kannst du dir die Lianen ergreifen und mit Hop Hop... Ich bin verwirrt. Ich bin mehr als verwirrt. Komme ich hier wieder zurück? Ich will wieder nach oben. Mammutbaum, genau. Denn oben war nämlich noch etwas. Etwas Wichtiges für mich. Kann ich hier irgendwie mich hochhalten? Ach, heißt das jetzt, ich komme nicht mehr zurück oder wie? Moment, ich kam doch hier noch irgendwo raus. Wo war das? Hier, Moment. Ich wollte hier noch Baumhaus, genau. Dann komme ich jetzt halt wieder über Umwegen dorthin. Wenn man es mir auch nicht einfach machen will, macht man es mir halt kompliziert. Und ihr merkt schon, diese Welt ist definitiv größer als die anderen. So, genau hier wollte ich nämlich hin mit diesem riesen Baumstamm, weil hier war das hier. Hätte ich auch so hingekommen, hätte ich keinen Mega-Erhälter brauchen können. Egal. Wir werden nämlich hier an dieser Stelle einmal speichern und werden den Part dann auch so gleich beenden. Er ist nämlich schon ziemlich lang wieder herangeschritten. Und, aber wir haben eine Menge geschafft. Mich würde euch mal interessieren, weil das Spiel ist ja doch ein recht langes Spiel. Würde mich mal gerne an dieser Stelle interessieren, ob ihr wollt, dass diese, ob ihr sagt, die Partlänge ist so in Ordnung, das kann so bleiben, oder sagt, nee, mir ist das ein bisschen zu lang, mach mal lieber ein bisschen kürzer. Da möchte ich jetzt euch mal gerne angesprochen, oder ihr seid da angesprochen, weil ihr seid ja diejenigen, die das gucken wollen. Ich kann es natürlich versuchen, kürzer zu halten, kriege dann allerdings weniger rein und muss natürlich auch öfter beenden. Darum einfach mal die Frage an euch, schreibt mir in den Kommentaren, seid ihr mit den Partlängen momentan soweit zufrieden oder wünscht ihr euch vielleicht eine kürzere, eine längere, denke ich mal nicht, also sonst wird es wirklich zu lang. Also, mich interessiert's, ich hoffe, ihr schreibt rein und ihr seid auch im nächsten Part von Kingdom Hearts Final Mix wieder dabei. Danke fürs Zusehen und bis dahin.